CDU-CSU-Fraktion als letzter Redner in dieser Debatte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im vergangenen November wurde im ZDF ein Bericht ausgestrahlt, der massive Tierschutzverletzungen während des Transportes von lebenden Schlachtrindern in Drittländer, aber auch deren Schlachtung vor Ort zeigte. Diese Bilder waren erschreckend. Sie haben nicht nur mich erschüttert, sondern uns allen und vielen von uns erreichten zahlreiche Mails und Briefe von Bürgerinnen und Bürgern unserer Wahlkreise, die ebenfalls fassungslos diese Aufnahmen gesehen hatten. Niemand kann verstehen, wie im Rahmen dieser Aufnahmen mit Tieren umgegangen wurde. Am allerwenigsten unsere deutschen Landwirte, die Tag für Tag, Monat für Monat sich um ihre Tiere kümmern. Und das haben auch die Aussagen in dieser Fernsehsendung der einer betroffenen Bauernfamilie gezeigt. Bei den im Bericht gezeigten Schlachtviehexporten sind zwar nicht in Deutschland, dafür aber in anderen Ländern Tierschutzbestimmungen teilweise brachial missachtet worden. Das Ausmaß der gezeigten Tierschutzverstöße ist für mich erschreckend. Für mich ganz persönlich, aber auch für die gesamte CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind diese Tierrechtsverletzungen vollkommen unakzeptabel. Direkt am Tag der Ausstrahlung habe ich mich in anderer Funktion unmissverständlich zu diesen Vorgängen geäußert. Wenn Tierwohlaspekte bei Schlachtviehtransporten aus der EU trotz klarer EU-Regelungen offenbar kaum noch eine Rolle spielen, sobald die Tiere die EU-Außengrenzen erreichen, dann müssen gesetzliche Rahmen und Regelungen geschaffen werden, die den Transport von Schlachttieren nach Drittländern gänzlich verbieten. Tiertransporte sind natürlich generell ein sensibles Thema. Und für mich gilt dabei, nicht allein die Vorgabe der Transportzeit ist entscheidend, sondern auch die Qualität des Transportes und ihre Überwachung. Die eklatanten Verstöße in Drittländern, die in den Fernsehbildern gezeigt wurden, und es geht hier nicht nur um Transport, sondern auch um eklatante Verstöße bei der Schlachtung, unterstreichen unsere Forderung, die deutsche Tierhaltung nicht aus Deutschland zu vertreiben. Eine Verlagerung unserer Nutztierhaltung ins Ausland führt nicht nur zu Verlust von vielen Arbeitsplätzen im vor- und nachgelagerten Bereich, sondern wir haben dann auch keinen Einfluss mehr auf die Haltung der Tiere. Und Tierschutz spielt anscheinend in anderen Ländern eine andere Rolle und hat eine andere Kultur. Und deswegen bin ich dafür, dass wir Tierschutz, Tierhaltung in Deutschland auch behalten. Auch die an mancher Stelle kritisierte räumliche Konzentration der Tierhaltung sorgt dafür, Frau Tackmann, dass dort die Transportwege äußerst kurz sind, da sich die Schlachtstätten inmitten der tierhaltenden Betriebe befinden. Bei uns im Münsterland ist die durchschnittliche Transportdauer für ein Schlachtschwein etwa 40 Minuten. Mit der Tierschutztransportverordnung gilt bereits heute eine umfangreiche europäische Regelung zum Transport von lebenden Tieren. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass das Wohl der Tiere bis zum letzten Zielort sichergestellt sein muss. Insbesondere die zeitlichen Abstände der Versorgung mit Futter und Wasser, der Temperatur im Fahrzeug, die Ladedichte sowie Ruhepausen während des Transportes von Tieren. Hierfür gibt es genaue Vorschriften. Ich fordere die Kontrollbehörden auf, die ganz offenkundigen Lücken zu schließen, und zwar zügig. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt den Export von lebenden Tieren nicht. Bei langen Beförderungen können Tiere besonderen Belastungen ausgesetzt werden. Deshalb sollte der Transport von Schlachttieren über große Entfernung vermieden und abgeschafft werden und Langzeittransporte von Schlachttieren durch Fleischtransporte ersetzt werden. Diese Position des Bundeslandwirtschaftsministeriums unterstütze ich ausdrücklich. Bereits im Jahr 2014 hat sich Bundesminister Christian Schmidt gemeinsam mit Dänemark und den Niederlanden mit einer Erklärung an die Kommission gewandt. Darin werden eine stärkere Begrenzung und bessere Kontrollen von Transporten gefordert. Dass nun erneut Bilder auftauchen, die eklatante Missstände und Tierschutzverletzungen aufzeigen, ist absolut nicht hinnehmbar. Und deswegen unterstützen wir als Fraktion ausdrücklich, dass BML in seinem Einsatz für eine europaweite Begrenzung der Transportzeit auf maximal 8 Stunden
sowie eine Revision der europäischen Rechtsgrundlage zum Tiertransport. Dennoch haben wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion Bundesminister Christian Schmidt mit Schreiben vom 23. November 2017 eindringlich gebeten, sich auf europäischer Ebene noch einmal für das Ende des Exports von Tieren zu reiner Schlachtung aus EU in Drittländer stark zu machen. Christian Schmidt hat sich darauf direkt an den zuständigen Kommissar gewandt. Und ich sage zum Abschluss, solange der Tierschutz nicht gewährleistet werden kann, müssen kurzfristig Maßnahmen gefunden werden, um Schlachttiertransporte in Drittländer auszusetzen. Das muss schnell passieren und ich freue mich auf eine gemeinschaftlich, und das ist, glaube ich, das Gute an dieser Debatte, dass wir uns hier einig sind, eine Debatte im Agrarausschuss des Deutschen Bundestages. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache.